Hallo liebe Freunde von Odyssey im Auftrag des Königs. Ich befinde mich auf Tamora und ich möchte Ihnen ein kleines Special zeigen. Und zwar geht es um die Zirpennesseln, die auf Candera verlangt werden, und zwar von einer Griselda. Das können wir hier lesen im Logbuch. Zwei Dunkelpilze, eine Hainpflanze und eine Zirpennessel für die Suppe. Ja, wenn ihr hier oben angekommen seid, ihr seht hier diesen Baumstamm, der hier rüber geht. Und da ist eine Höhle, in der sich ein Ripper befindet. Vorausgesetzt, ihr habt ihn gekillt. Hier gucken wir auf die Burg. Und da drüben, da hinten, da an dem Felsen, da sind die Zirpennesseln. Ich gucke mal hier auf die Karte, damit ihr euch da auch orientieren könnt. So, und jetzt versuche ich mal auf Anhieb darüber zu kommen. Und zwar habe ich drei verschiedene Anläufe gebraucht, beziehungsweise es gibt die Möglichkeit, ich habe mal versucht, über einen Baum darüber zu kommen. Da gibt es so einen verknorkelten Baum. Und einmal hier irgendwie direkt über die Wand, aber das ging nicht. Dann habe ich gefunden, also hier sollte noch eine Heilpflanze sein, die habe ich schon weg. Und dann seht ihr hier denn hier diesen Knick dort, in den ihr sehr, sehr nah rangeht und versucht mit dem Akrobatiksprung rüberzukommen. Ich hoffe, das klappt diesmal. Aha, nicht so ganz. Gut, dann probieren wir das nochmal aus, und zwar mit Anlauf. Denn soweit ich weiß, ist der Sprung aus dem Stand kürzer als bei Akrobatik. Also, dann versuchen wir es nochmal. Und jawohl, hier sind drüben eine Zirpennessel. Hier war auch noch eine. Die hatte ich schon genommen. Und noch eine Zirpennessel. Und wir gucken in unserem Inventar. Schauen wir mal. Drei Zirpennesseln. Gut, okay, da sind es doch nur drei Zirpennesseln. Okay, also das waren die Zirpennesseln. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran gehabt an diesem kleinen Spoiler. Wie kommt ihr denn heil wieder runter? Ja gut, okay, das geht auch. So, dann stellt ihr euch hier so ein bisschen hin. Nicht ganz da, sondern hier ungefähr hier da, wo die Grasnarbe anfängt. Und geht dann, springt dann auch rüber. Wenn ihr zu weit an den Rand geht, dann stoßt ihr hier am Stamm ab und dann haut es euch so richtig runter. So, und dann ab da könnte man eigentlich schon ganz langsam rüberkommen. Jetzt mal so ein bisschen runterspringen und schon seid ihr wieder sicher auf dem Boden. Ja, soweit zum Zirpennessel-Spoiler. Ja, gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und nächstes Mal sehen wir uns bei Griselda, wenn wir ihre Zirpennesseln übergeben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss.